Nachdem für das Heckblech des Motors die Formschablonen angefertigt wurden, kann die Umformarbeit des Blechs beginnen. Wir werden das Heckabschlussblech in vier Teilen aufbauen. Die beiden Ecken und dazwischen die beiden Verbindungsbleche. Vor den Umformarbeiten empfiehlt es sich, die Oberfläche des Blechs zu reinigen, um Hammer und Maschinen zu schonen. Der Schmutz auf der Oberfläche kann die Werkzeuge auf Dauer beschädigen. Der untere Rand des Blechs wird an einem runden Amboss mit einem Kunststoffschonhammer entlang der vorgezeichneten Linie umgetrieben. Im nächsten Schritt wird der umgetriebene Rand an der Stauchmaschine entlang des Randes gestaucht. Um die gewölbte Form des Blechs zu bekommen, wird das Blech auf dem Sandsack mit einem Polterhammer getrieben. Die flexible Formschablone gibt einem Aufschluss, an welcher Stelle das Blech umgeformt werden muss. An dem Dreiblock mit den Ausschalungen wird das Blech weiter bearbeitet. Der Vorteil ist hier, dass sich das Blech der Form der Wölbung in den Ausschalungen anpasst, während es getrieben wird. Zwischendurch dient die Formschablone immer wieder zur Kontrolle. Der seitliche Rand muss an der Stauchmaschine etwas gestaucht werden, damit die Wölbung des Blechs leichter geformt werden kann. Zurück am Dreiblock wird nun das Blech in die finale grobe Form getrieben. Immer wieder wird zwischendurch das flexible Immer wieder wird zwischendurch die flexible Formschablone angelegt und die Wölbung kontrolliert. Wenn ein Hohlraum zu spüren ist, muss das Blech an dieser Stelle noch weiter bearbeitet werden.
Dieser Vorgang wird nun immer wiederholt, bis das Blech die annähernde Form erreicht hat. Danach kann das Blech entweder herkömmlich mit dem Kletterhammer geklettet werden oder an der Rollenstreckmaschine. Bei leichtem Druck wird das Blech durch die Rollenstreckmaschine geführt. Die untere Rolle entspricht der Wölbung des Blechs. Eventuell muss die Rolle zwischendurch sogar immer wieder einmal gewechselt werden. Der Rand am Radlauf wird im nächsten Schritt abgekantet. Mit einem Kletterhammer und einem entsprechend geformten Dolly wird der Rand ausgeglättet. Das erste Blech ist fertig und kann am Fahrzeug angepasst werden.